Ich bin froh, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, gerne. Das ist immer ganz wichtig, ja, dass wir den Tierschutz so ein bisschen noch mehr mit ins Boot holen, gerade bei den Assistenzhunden, wo es so wichtig ist, dass wir darauf achten. Ich sehe den Deutschen Tierschutzbund so ein bisschen als Anwalt oder Anwältin unserer Tiere. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt auch so verstehen würden. Ja, schon auch ein wenig so. Also es zählt für uns ja jedes einzelne Tier. Das ist auch so mal ganz wichtig zu sagen. Und Ja. klar, der Deutsche Tierschutzbund als Europas größter und deutsche Tierschutzorganisation ist natürlich auch in vielen Dingen eingebunden. Das heißt, wir haben auch eine Stimme für die Tiere und vertreten ja auch eine ganze Menge an Mitgliederzahlen und auch vor allen Dingen unsere Tierschutzvereine, die ja jeden Tag vor Ort mit den Themen konfrontiert werden, die eben rund um das Tier überhaupt eine Rolle spielen. Und natürlich sind auch ganz viele Bereiche, die ich jetzt natürlich nicht abdecke. Als Heimtierreferent bin ich ja hauptsächlich mit den Haustieren oder mit den Heimtierchen beschäftigt und insbesondere dort die Hunde, während meine Kollegen auch noch ganz andere Fragen beantworten haben, was Rechtsprechung angeht, was die Landwirtschaft angeht und alle Themen, die rund ums Tier oder Veganismus und Politik ist natürlich eine große Rolle bei uns. Und das sind natürlich alles Fragen, die der große Verband, der Deutsche Tierschutzbund, natürlich auch gut bearbeiten kann. Der Deutsche Tierschutzbund war jetzt ja auch im Prozess vom Assistenzhundegesetz mit einbezogen. Genau. Da war ich jetzt selbst gar nicht dabei, aber meine Kollegen im Heimtierreferat haben mich dort vertreten oder haben den Tierschutzbund dort vertreten. Und es ist so, dass wir ja auch schon 2019 bei den zwei Veranstaltungen im Reichstag dabei waren. Da gab es ja auch schon die Podiumsdiskussion und die Anhörung dazu. Und wir haben natürlich auch schon immer Positionen dazu gehabt und haben auch unsere Stellungnahmen abgegeben, wie andere Verbände natürlich auch. Da sind ja viele involviert gewesen. Und wir sind jetzt eben auch dabei gewesen, bei der den Referentenentwurf auszuarbeiten. Also da sind auch unsere Stellungnahmen mit eingeflossen, ja. Ja, was würden Sie denn sagen? Ist der Tierschutz im Gesetz gut vertreten oder hätten Sie sich mehr gewünscht? Wir hätten uns tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, wie Sie sich vorstellen können. Also das ist Ja. schon so, dass wir auch bestimmte Sachen an die Anforderungen der Haltung, die ja eigentlich so komplett eigentlich rausgenommen worden sind, uns schon gewünscht hätten und auch mehr konkretere Geschichten, was die Sachkunde der Hundehalter angeht. Das ist ja im Prinzip jetzt auch gar nicht mal so was Besonderes, weil die Sachkunde für Hundehaltung wünschen wir uns ja eigentlich für jeglichen Hund und auch für andere Tierarten, dass das mal mehr mit aufgenommen wird von der Politik, weil wir da ja auch ein Hauptproblem sehen, ne? Also gerade die Anschaffung der Tiere, die wird ja heute im Allgemeinen sehr lax gehandhabt. Man kann Tiere übers Internet erwerben und so weiter. Deswegen ist das immer so ein Punkt, den wir ganz, ganz wichtig finden und den wir eigentlich auch, ja, ich sag mal, oben anstellen. Und das ist jetzt gar nicht so wirklich berücksichtigt, ja. Ja. Also das ist ein Punkt auf jeden Fall, den wir uns noch gewünscht hätten. Und dann gibt es sicherlich auch noch ein paar andere Bereiche, wo man konkreter hätte werden können und die uns so ein wenig fehlen. Ja, das sind immer Geschichten, die natürlich in Gesetzestexten auch oft sehr oberflächlich gehandhabt werden. Und wenn es tatsächlich dann mal Diskrepanzen gibt zwischen dem Tierschutz und der Rechtsprechung, dann ist das auch schwierig auszulegen. Ich finde, das Genau. Gesetz hat jetzt eigentlich den Tierschutz nur im Paragraphen 12a so ein bisschen, würde ich sagen, angerissen. Und da Genau. ist ja vor allem jetzt eigentlich nur dieses Verhältnis, dass der Assistenzhund in den dieselben Schutzbedürfnisse hat wie der, wie jeder andere Hund. Genau, Im genau. zweiten Absatz steht dann noch so ein bisschen eine kleine, ja, Spezifizierung würde ich sagen, dass der, wenn der Halter oder die Halterin jetzt nicht selber die Verantwortung übernehmen kann, noch eine dritte Richtig. Person im Boot zu haben. Genau. Ganz wichtig Das auch. ist auch ganz wichtig, natürlich, weil es auch Minderjährige gibt oder eben auch Menschen, die mit einer Behinderung
vielleicht das Tier gar nicht so betreuen könnten, wie es natürlich auch von Tierschutzgesetz und Tierschutzhundeverordnung schon gefordert ist, dass eben bestimmte Bereiche erfüllt sein müssen. Das ist sicherlich auf jeden Fall ein Punkt, der auch wirklich sehr kurz kommt. Das ist ja was für jeden Halter eigentlich gilt. Und wir finden schon, dass Assistenzhunde, je nachdem, es gibt ja verschiedene Einsetzungsgebiete, aber dass Assistenzhunde ja arbeiten müssen. Und das war ja auch eine Frage, die Sie gestellt haben. Die Pausen sehen wir zum Beispiel als sehr, sehr wichtig an. Und vor allen Dingen auch, dass der Hund seinen arteigenen Bedürfnissen nachkommen kann. Also wenn es dann so ist, dass das Tier gar nicht mehr mit Artgenossen spielen kann oder gar keine Kontakte aufnehmen kann zu Artgenossen oder eben auch den Sozialkontakt zu den Menschen nicht so hat oder auch einfach mal alle Viere von sich strecken kann, dann wird das natürlich schwierig. Und es ist so, dass diese Hunde physisch und psychisch natürlich gefordert sind. Das ist ja nichts, was ein Hund aus arteigenem Antrieb so machen würde in vielen Bereichen. Klar, wenn er jetzt bestimmte Muster machen muss, die er auch sonst vielleicht in seinem normalen arteigenen Repertoire hat, ist das nicht so das Problem. Aber wenn es denn wirkliche Aufgaben sind, wenn wir uns vorstellen, wenn wir einen blinden Führhund haben, der zum Beispiel im Straßenverkehr ständig aufmerksam sein muss, im Prinzip ja für seinen Menschen mitdenken muss, dann ist das ein sehr anstrengender Job für so einen Hund. Also gerade wenn man selber mit Hunden arbeitet, weiß man, dass sie nicht unbegrenzt belastbar sind und dass man sie immer Pausen haben müssen, damit es ihnen dann auch noch Spaß macht. Und das ist ja auch nicht nur im Sinne des Tierschutzes, dass man da sehr drauf achtet. Es ist ja auch letztendlich für die Sicherheit des Menschen wichtig, dass der Hund auch tatsächlich, ich sag jetzt mal, funktionieren kann. Ja, dass das so klappt, wie man sich das vorstellt. Wenn ich ein Tier überfordere, dann kann es seine Leistung nicht bringen und wird es auch irgendwann nicht tun. Und auch dieser gesundheitliche Aspekt, der ja durchaus auch da vorkommt, dass man eben auch die tierärztlichen Untersuchungen machen muss, dass das Tier gecheckt sein muss, dass man auch immer wieder vorstellen muss. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe manchmal Hunde beurteilt, die eben auch im Dienste des Menschen gearbeitet haben, wo es zum Beispiel vorkommt, dass dann Druckstellen nicht erkannt werden. Wenn das Geschirr drückt oder wenn irgendwelche Sachen sind, die da kann der Mensch gar nichts für, der den Hund führt, aber er kann es einfach nicht erkennen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass da mal jemand mit drauf guckt und dass das auch eben ganz regelmäßig passieren muss. Ja, schon ein wichtiger Aspekt dabei. Tatsächlich ist es nicht nur der Deutsche Tierschutzbund, sondern auch viele, viele Halterinnen, die sich mehr Konkretisierung gewünscht haben. Und auch bei uns war nachher so ein bisschen die Frage im Verein, dass wir uns gefragt haben, was sollen wir jetzt mit diesem Paragraphen anfangen? Da steht jetzt erstmal, der Assistenzhund wird als Hund behandelt. Soweit waren wir schon. Ja. Dann steht genau. Er darf nicht nur mit einem Menschen zusammen sein, wenn die Versorgung des Hundes nicht zu jeder Zeit gewährleistet ist. Aber das ist ja für uns, würden wir jetzt sagen, bei jedem Lebewesen so, nicht nur bei Hunden. Genau. Was wir uns gewünscht hätten vom Gesetz, wäre auch, dass wir ein bisschen mehr darauf hingearbeitet hätten, dass zum Beispiel genaueres zur Pause da steht, dass genaueres da steht, was muss vorgehalten werden, was passiert, wenn Betroffene jetzt plötzlich nicht mehr können. Ja. Da hätten wir uns tatsächlich auch was gewünscht. Genau. Hat der Deutsche Tierschutzbund da vielleicht Vorschläge, was man da gut machen? Ja, wir haben da natürlich auch in unseren Stellungnahmen konkretere Geschichten gehabt, eben auch gerade was das angeht, was diese sogenannten Kontrollen, Kontrollen ist immer so ein negativ behaftetes Wort, aber dass wir uns schon wünschen, dass es auch regelmäßig Überprüfungen gibt und auch Nachschulungen zum Beispiel. Darüber würde man dann auch gewährleisten, dass es weiterhin gut läuft. Und das ist so ein Punkt, der ist bis jetzt zumindest nicht drin. Es wird sicherlich auch nochmal die Möglichkeiten der Stellungnahme geben. Ich weiß nicht, inwieweit Ihr Verband da auch mit involviert war und ob Sie da nochmal einschreiben. Aber wir haben auch unsere Stellungnahmen abgegeben dazu und haben da genau auch in den Bereichen konkretere Punkte gefordert. Also, dass wir gesagt haben, ja, es wäre uns auch wichtig,
dass eben, also Beurteilungen sind immer nur möglich, wenn man auch tatsächlich konkrete Angaben hat. Das ist ja das, was wir heutzutage in jeder Tierhaltung finden. Wenn wir zum Beispiel die Veterinärämter losschicken, dann müssen die Punkte haben, die sie auch umsetzen können. Ja, das ist so ähnlich wie mit der Tierschutzhundeverordnung, die jetzt ja auch neu kommen wird, aber uns auch noch nicht konkret genug ist. Es gibt einige positive Dinge da drin, zum Beispiel, dass man eben die Anbindehaltung verbieten will. Aber es gibt für die Veterinärämter im Prinzip keine solche Vorgaben, dass sie sagen können, hier ist es okay und da nicht mehr. Und das ist ja auch ganz wichtig, auch für die betroffenen Halter der Tiere, dass sie sich auch an bestimmten Dingen orientieren können. Das sehen wir genauso. Und ich meine, Vorschriften sind immer so gut, solange man sie überprüfen kann. Und das ist häufig mit unseren im Tierschutz vorhandenen Gesetzen nicht der Fall, wo man ja auch sagt, es ist einfach zu oberflächlich oder man kann es auslegen wie ein Gummiparagraphen. Das ist natürlich nicht Sinn der Geschichte. Dass es überhaupt was gibt, ist natürlich sehr begrüßenswert, weil es bislang dazu ja auch gar keine Vorgaben gab, also außer die allgemeinen zur Hundehaltung. Und wir schon sehen, dass auch der Hund, der eben als Assistenzhund eingesetzt wird, doch ein anderes Leben hat im Prinzip. Also er ist ja durchaus viel, viel mehr gefordert, das muss man so sagen. Natürlich gibt es auch Beispiele im Hundesport, wo es genauso ist, wo die Menschen es übertreiben mit ihren Tieren, weil sie irgendwelche Leistungen abverlangen, die eigentlich eher in, ja, ich sag mal, dem Menschen nahe kommen, aber nicht dem Hund. Das ist klar, das gibt es auch. Und es gibt auch viele Beispiele von Unterforderungen. Also in dem Bereich gibt es ja vieles, wo man sagt, deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass die Sachkunde im Vorhinein abverlangt wird. Dass man also wirklich sagt, der Mensch muss sich damit auseinandersetzen, bevor er sich ein Tier anschafft. Das ist auch das, was wir eben gerne in der Hundehaltung hätten, dass man eben, es sei denn, man hat schon 20-jährige Erfahrung mit Hunden und ist nie auffällig gewesen und hat immer gut versorgt. Warum soll man den jetzt noch fragen, wie es geht? Aber jeder, der sich neu ein Tier anschafft, und das ist ja bei vielen Assistenzhunden so, dass auch eben die Familie mit eingebunden wird, dass auch alle Personen, die da eben betroffen sind, mit eingebunden werden. Ne? Das ist ja häufig der Punkt, dass das ist nicht irgendwie aus böser Absicht, was schiefläuft, sondern aus Unkenntnis. Und deswegen wäre es eigentlich ganz wichtig, dass man die Menschen, die mit diesen Tieren zusammenarbeiten, eben auch entsprechend schult. Das wird sicherlich auch gemacht. Ich denke auch, dass die Hundeausbildungsstätten natürlich ihren hohen Beitrag dazu leisten. Und ich hoffe immer, dass die sehr verantwortungsvoll damit umgehen und eben auch die neuen Halter sehr schulen. Aber man wäre schon schön, wenn man es auch wirklich mal schriftlich fixieren würde, dass sowas unbedingt Voraussetzung ist für eine Hundehaltung im Assistenzbereich. Klar. Wir sind ein Verein, wir bilden nicht selber aus, sondern wir waren am Gesetzesprozess da auch im Reichstag zum Beispiel mitbeteiligt bei den zwei ersten Treffen, haben da schon dann auch den Präsidenten damals kennengelernt. Und bei uns kommen oft Leute zu uns, wenn die Probleme da sind. Halt, es gibt im Moment eine Ausbildungsstätte, da wurden Hunde aus einem osteuropäischen Land genutzt, die auch gesundheitliche Probleme haben. Mhm. Und dann kommen die Menschen mit 3-4-jährigen Hunden und dann haben sie Probleme. Ja. Und im deutschen Tierschutzgesetz finde ich nicht viel zu Diensthunden allgemein. Da jetzt zu schauen, es geht speziell um Assistenzhunde, worauf kann ich mich da beziehen, auch wenn ich dann ein Problem als Halterin habe, das ist was, das fehlt uns, dass das mehr darauf eingegangen worden wäre, wirklich diese gesundheitlichen Aspekte, die psychologischen Aspekte, die Anforderungen nochmal viel klarer darzustellen. Hat da der Deutsche Tierschutzbund vielleicht eine Art Leitfaden für Diensthundemenschen mit Tipps, wie man umgehen kann, worauf man besonders achten muss? Also ich denke auch, das ist ja im Allgemeinen das, was diese Ansprüche an die Zucht allgemein, die man hat, also dass man sagt, es muss aus einer guten Zucht kommen, die eben genau auch auf gesundheitliche
Aspekte achten, nicht nach dem Schönheitsprinzip züchten. Das ist das eine. Das andere ist ja auch, das soll ja wahrscheinlich auch mit aufgenommen werden, wenn ich das richtig gesehen habe, dass da tierärztliche Untersuchungen ganz klar stattfinden müssen. Und zwar nicht nur eben ein oberflächlicher Gesundheitscheck, sondern schon auch mit großem Blutbild und mit Röntgenaufnahmen, dass diese Tiere ja auch, das ist ja auch nicht nur zum Schutz der Halter der Hunde, sondern auch der Hunde selber, wenn die gesundheitliche Probleme haben, dann ist das für die ja vielleicht eine Qual. Ja, also wenn ich an HD-Hunde, die Sie gerade erwähnten, denke, die dann eben viel laufen müssten oder die eben auch Treppen steigen müssten und, dann wird das sehr, sehr schwierig nachher. Das wird ja auch nicht lange gut gehen, wenn man es genau auch ein ganz klares Kriterium, wo Hunde auch nicht mehr arbeiten dürfen, wo man sagt, da geht die Gesundheit des Hundes vor. Richtig. Und was ja auch sowas ist, was wir gerne den Leuten mitgeben, der Hund kann nur dann gut arbeiten, wenn es ihm selber gut geht. Wenn jetzt ein Hund krank ist, dann bringt es nichts. Es bringt für uns Halterinnen nichts und es bringt dem Hund auch überhaupt nichts. Es bringt dem Hund Schmerzen und macht ihm einfach nur großes Leiden. Ja, das ist ganz richtig. Und das gilt natürlich für jegliche, ich sag mal, Arbeitshunde. Also selbst, ob sie nun im Innenministerium den Dienst tun oder ob sie das beim Zoll oder sonst wo. Mhm. Das ist ja ganz klar, dass man da auch drauf achten muss. Wobei ich meine, also aus unseren Erfahrungen ist es so, dass die Institutionen da oft selber sehr drauf achten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Polizeihunde nehmen, die werden ja nur bis zu einem gewissen Alter genommen und die werden auch gründlich untersucht, ob sie also die Voraussetzungen physiologisch erfüllen. Weil natürlich sind das auch Kosten, die entstehen. Wenn ich einen Hund ausbilde, der viel durchlaufen muss, dann kostet das Zeit, das kostet Geld und natürlich auch nachher irgendwann Tierarztkosten. Die will man auch auf jeden Fall vermeiden. Und es ist ja auch ganz klar, also wenn man jetzt eine seriöse Ausbildungsstätte hat, die eben Assistenzhunde ausbildet, die sollte sich auf jeden Fall ganz genau angucken, wo sie ihre Welpen bezieht, wenn sie nicht selber züchtet. Ne? Also das sind Dinge, die sind unwahrscheinlich wichtig, auf jeden Fall. Weil klar, klar wollen alle Menschen einen gesunden Hund. Dass es den perfekten Hund nicht gibt, das wissen wir auch. Das ist ja wie bei Menschen auch. Es können auch später mal Krankheiten auftreten, die man vorher nicht sehen kann. Aber deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass diese Tiere in regelmäßigen Abständen immer kontrolliert werden müssen, ob sie im Einsatz bleiben dürfen. Ganz genau. Ja, bei Blinden für Hunden sagt man ja so relativ pauschal, bis 10 Jahren sollten die arbeiten. Mhm. Und wenn die dann noch weiter arbeiten sollen, muss man nochmal eine große Gesundheitsprüfung machen, sie zu Beginn mit Röntgenbildern und großem Blutbild. Mhm. Was würden Sie da sagen? Ist das auf den Assistenzhund so zu übernehmen? Kommt auch sehr auf die Aufgabe an, die er macht. Ne? Also ich denke schon, dass das, wenn es jetzt ein Anzeigehund ist, der vielleicht nur was schnüffeln muss, was nicht gerade jetzt, kommt es natürlich darauf an, wie lange seine Sinnesleistungen gut sind. Nicht? Das ist ja auch für den Menschen dann wichtig, dass er einen verlässlichen Partner hat. Wenn ich mich darauf verlasse und das Tier kann nachher womöglich gar nicht mehr so genau feststellen, was Sache ist, dann, Sie grinsen, Sie sehen mein Monster im Rückspiegel. Genau, aber das ist natürlich was auch wieder so ein Umkehrding wird. Ne? Also wenn ich mich auf meinen Hund nicht verlassen kann, dann kann das sehr, sehr heikel werden für alle Beteiligten. Also ist das schon auch wichtig, wenn man feststellt, dass die Sinne nachlassen und das kann beim Hund größere Rassen schon deutlich früher passieren. Also wäre es schon wichtig, dass man das auch immer mal wieder abfragt und vielleicht auch durch sogenannte Nachschulung mal schaut, ist der Hund noch in der Lage, das richtig anzuzeigen oder was auch immer er jetzt für eine Arbeit macht, funktioniert das noch? Das ist schon wichtig, finde ich auch. Aber ich hoffe immer, Gesetze sind ja immer gut, aber ich hoffe auch immer, dass das dann eben auch im Vernunftsbereich der Menschen liegt, dass sie dann sagen, also wenn ich so einen Assistenzhund zur Verfügung stelle, dann habe ich ja auch eine Verantwortung und dass ich da auch dann wirklich auch eine lebenslange Begleitung praktisch durchführe, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also das wäre sicherlich was, was dann eher an die Schulen auch geht, dass man diese Verantwortung denen zuschreibt, ne? Dass man sagt, ja, Leute,
Leute, wenn ihr da so eine Ausbildung macht, dann verkauft man nicht den Hund und sagt, das ist alles gut. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ne? Je nachdem auch, was der Hund eben je nach Sachkunde des Halters in seinem weiteren Leben dann auch noch erfährt. Es ist ja oft so, dass dann auch was Falsches beigebracht werden kann, ohne dass man es will. Ne? Das ist ja nichts Menschenuntypisches. Das passiert in anderen Bereichen ganz genauso, wenn man da nicht, keiner von frei machen. Auch ich nehme mir gerne immer noch mal, obwohl ich Hunde trainiere, immer gerne noch mal von außen eine Meinung dazu, um zu sagen, also mache ich das jetzt überhaupt richtig? Man sieht sich selbst ja auch gar nicht so, wie man das immer alles macht. Deswegen sind solche Dinge ja auch ganz wichtig, dass da auch dann wirklich auch das Leben des Hundes begleitet wird im Prinzip. Wir vom Assistenz und NRW, wir versuchen den Leuten auch immer so ein bisschen Tipps mit an die Hand zu geben. Ja. Wie könnt ihr eine gute Ausbildungsstätte finden? Und da wäre dann natürlich, dass man schaut, erstmal, dass ich auf die Gesundheitsprüfung schaue, sind Röntgenbilder, ist ein großes Blutbild, ist da genug gemacht worden? Und dann, dass man auch hingeht und schaut, und wie sieht es denn nach der Ausbildung aus? Erhalte ich dann auch noch Trainingsstunden, erhalte ich weitere Begleitung? Genau. Ja. Kann ich jederzeit fragen, ne, wenn mir irgendwas unklar ist oder wenn der Hund sich merkwürdig verhält oder wenn irgendwas auf einmal anders ist, kann ich jederzeit fragen, kann ich mir Beistand holen? Das ist total wichtig, auf jeden Fall. Also man kann die Menschen ja nicht einfach so alleine lassen und sagen, es wird schon funktionieren, denn das kann dann vielleicht erst dann auffallen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, und das wäre nicht so gut. Ne? Aber das sind ja schon mal auch ganz praktische Tipps, die gut sind, auch umzusetzen. Genau. Dass man weiß, darauf kann ich im Vorfeld achten, Tierschutz ist mir selber wichtig, dann achte ich auch schon mal auf diese Aspekte und habe so ein kleines bisschen was, an dem ich mich orientieren kann. Und dann habe ich noch eine andere Frage, die Blinden für Hunde. Ja. Da habe ich mal eine Zahl in der Studie gelesen, dass die so 2 bis 3 Stunden aktiv im Dienst sein sollen pro Tag. Wenn ich jetzt überlege, dass so ein Bahnhund, der eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer so ein bisschen wenigstens auf Alarm ist. Ja. Was kann man denn da gut für Regelungen, für Pausenregelungen machen? Ist schwierig in dem Fall, wobei ich denke, die Leistung, die dieser Hund bringt, also der 24 Stunden praktisch da ist, ist nicht so ungewöhnlich für einen Hund. Wenn er da ein bisschen drauf geschult ist, ist das schon noch ein Unterschied, als wenn er 3 Stunden konzentriert durch Menschenmengen, durch Straßenverkehr und so weiter läuft. Weil Hunde sind oft, die ruhen ja eher, die schlafen nicht wirklich, das wissen wir ja. Also erst wenn sie im hohen Alter tatsächlich, meistens lassen dann die Sinnesorgane nach, dann schlafen sie. Aber ansonsten sind sie ruhig. Und wenn sie einen Hund haben, so wie eben meiner, der da hinten vorbeiging, das ist ein Briar-Mischling. Briars sind zum Beispiel sehr, sehr wachsam. Und da ist es eigentlich immer so, dass der sofort hört, wenn in unserer Nachbarschaft irgendwie ein Laut ist, der da nicht hingehört, dann warnt er. Ja. Und insofern ist das eine natürliche Eigenschaft der Hunde, die das eigentlich ganz gut mitbringen. Manche mehr natürlich als andere. Da muss man so ein bisschen gucken, wie ist die Anlage und was kann er tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, das bedingt die Sache, wenn man einen Hund nimmt, der da gar keine Anlage für hat, dann kann man den auch gar nicht so richtig dafür ausbilden. Aber andere Hunde, die eben so Wachsamsneigungen haben und die eben darauf konditioniert sind, bestimmte Geschichten wahrzunehmen, für die ist das, glaube ich, jetzt gar nicht so das Problem. Man kann jetzt natürlich die Hunde nicht so fragen, das ist ganz klar, ob ihnen das zu viel wird. Aber wenn es ein sicherer, verlässlicher Partner sein soll, dann muss das schon funktionieren. Das kann man ihnen ja nicht aufdrücken, sage ich mal. Das ist anders, als wenn ich loslaufe, durch die Straßen renne und den ganzen Tag U-Bahn fahre oder irgendwelche Sachen mache, die der Hund so normalerweise aus eigenem Antrieb nicht machen würde. Also da denke ich, ist das ein Unterschied. Und Pausen machen, okay, sicherlich wird der Hund selber schon ein paar Pausen einlegen, also die Ruhephasen. Er kann trotz Ruhephasen, glaube ich, arbeiten. Also das ist vielleicht in dem Fall, also dem arteigenen Bedürfnissen geschuldet, dass es da nicht so das Problem ist. Ja, auch was sehr gut zu wissen ist, dass man weiß, die Hunde haben da diesen Wachinstinkt und wir schaden denen da jetzt nicht, wenn die in Anführungszeichen nur
so ein Anzeigewarnverhalten haben. Genau. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich dann andere Bedürfnisse nach hinten stelle. Also dass ich sage, tatsächlich, wenn der jetzt nur 24 Stunden um mich ist und hat also nie die Chance, sich selber auch mal auszuleben, also eben auch mal mit Artgenossen zu toben oder irgendwas in der Richtung, weil er tatsächlich 24 Stunden auf mich aufpassen muss, dann ist es natürlich eine Sache, wo man sagt, es ist grenzwertig. Also man sollte ihm dann zumindest immer mal diese Bedürfnisse befriedigen lassen, dass er auch mal ganz laufen wichtig, kann, ohne dass er eben nur, genau, das wäre sowas, wo man sagen könnte, das wäre dann eben eine Pause vom Arbeiten. Ne? Mhm. Aber das, wenn man sagt, man lässt ihn jetzt wirklich mal eine Stunde in seinem Zimmer oder so, das bringt wahrscheinlich in dem Fall nicht viel. Ja, super. Dann hab ich auf jeden Fall selber schon was gelernt für mich. Ich habe selber eine Epilepsie-Warnhündin, die ich jetzt aber mit 8 Jahren schon in Ruhestand geschickt habe, weil ich gemerkt habe, dass sie nicht mehr so Pausen machen konnte, dass sie zu viel gearbeitet hatte und dass sie zu sehr fixiert war. Sie war eine Malinois-Dame, die neigt ja so ein bisschen auch dann dazu, ein Workaholiker zu sein. Und das hat sie leider. Und da habe ich sie dann zu meiner Mutter schweren Herzens geben müssen. Aber dazu wissen, dass dieses Warnverhalten für die auch ja auch was ist, was die mit dem Instinkt haben. Genau. Das ist ja genetisch, also praktisch fixiert, gerade wenn Sie den Malinois erwähnen, der ist ja tatsächlich darauf auch gezüchtet, dass er eben sehr wachsam ist. Insofern sind das natürlich Hunde, die auch ganz gerne arbeiten. Deswegen werden die auch gerne genommen. Das ist ja auch ist ja eine ganz klare Sache. Ne, wenn ich jetzt Hunde habe, die auf sowas überhaupt nicht, was will ich, Tibet Terrier oder irgendwie so Hunde, die eigentlich so, damit wollen wir gar nichts zu tun haben, dann wird es schon schwierig, denen das auch beizubringen. Ja. Also da hat man im Schäferhund natürlich einen verlässlicheren Partner als in manch anderen Rassen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das auch bedenkt. Aber das wird, glaube ich, auch schon alleine von den Schulen schon sehr ausgesucht, weil natürlich geht es viel, viel schneller, mit so einem Hund zu arbeiten, als wenn ich einen Hund nehme, der diese Anlagen gar nicht hat. Ne, denn jeder Hund kann sicherlich gut riechen und vielleicht auch warnen, aber ich kann ihm nicht alles unbegrenzt beibringen. Das geht nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung, die ich mir mit Schulen gemacht habe, ist, dass ich mir wünschen würde, dass die darauf achten, dass ich aber jetzt in den Jahren, die ich die Vereinsarbeit jetzt schon aktiv betreibe, gemerkt habe, das, was ich mir wünsche und das, was meine Ansprüche an eine gute Assistenzhundeausbildung wären, wird oft nicht so gehandhabt. Deswegen finde ich es ganz gut, jetzt so ein paar Tipps bekommen zu haben, worauf ich ganz explizit im Tierschutzbereich dann nochmal schauen kann, wonach ich auch eine gute Schule aussuchen kann. Das finde ich ja, das ist sicherlich wichtig, wie in anderen Hundebereichen auch. Es ist einfach auch das Problem, dass ja oft der finanzielle Aspekt sehr schnell in den Vordergrund tritt. Auch gerade, wenn Schulen sowas kommerziell machen, dann leben sie davon. Und das ist natürlich immer was, wo man Schwierigkeiten hat, dann mit guten Argumenten zu kommen. Das kennen wir vom Hundehandel, das kennen wir von Hundeschulen allgemein, also auch die für die ganz normalen Halter fungieren. Da gibt es leider häufig schwarze Schafe zwischen, die eigentlich Geld verdienen wollen. Und dadurch, auch bei den Züchtern ist es ja auch nichts anderes. Es gibt gute Züchter und es gibt welche, die den kommerziellen Aspekt im Vordergrund haben. Und da kann meistens nichts Gutes bei rauskommen. Ne? Also was ich da immer so ein bisschen sehe, ist natürlich die Feedback-Kontrolle. Also wenn Hundeschulen schlechte Hunde produzieren, sage ich mal, die eben nicht zuverlässig arbeiten, dann hat man ja gerade bei den Blindenführhunden ist es zum Beispiel so, dass ja auch die Krankenkasse ein bisschen mitreden können. Und wenn die merken, okay, das geht dauernd schief, dann werden sie vielleicht diese Schulen eben nicht mehr beauftragen oder eben dort eben keine Erstattung geben. Und das ist natürlich schon so eine Kontrolle, die jetzt gerade nicht unbedingt aus Tierschutzaspekten erfolgt, aber die einfach auch durch die finanzielle Kontrolle erfolgt. Und das ist auch gut so. Und natürlich ist es auch wichtig, dass auch gerade Leute, die mit Assistenzhunden zu tun haben, auch ihr Feedback geben. Also durchaus auch immer wieder rühren und sagen hier, gerade mit ihren Erfahrungen ist das natürlich besonders hilfreich auch. Also gerade die Leute. Ich habe gerade so ein bisschen rekapituliert und mal so für mich überlegt,
was die letzten 3 Monate bei uns reinkam. Und bei allen Problemfällen, die es gab, war mindestens ein Punkt, der nicht erreicht war. Bei der einen Schule gab es überhaupt keine Nachkontrolle. Bei der anderen Schule wurden keine Gesundheits-, also die Daten der Gesundheitsprüfung, die wurden nicht an die späteren Halterinnen weitergegeben. Und das ist was, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wirklich darauf ganz arg achtet. Genau. Weil das so ein Punkt ist, woran man dann wirklich, wie sagt man, die Scheu vom Weizen trennen kann. Genau. Dass man da wirklich drauf guckt, weil das natürlich ist, für die Hunde, es ist gerade mit einer Hüftdysplasie, das ist schmerzhaft für die Tiere, das ist für die Familien, die dann da fast 30.000 Euro lassen, das ist für die ist es schlimm, es ist einfach nur für alle Beteiligten schlimm, außer für die Leute, die damit Geld machen. Ganz genau. Und die Und Handhabe, das ist wichtig, ja. Und die Handhabe, die man dann auch hat, die ist ja im Nachhinein auch sehr begrenzt. Richtig. Und das ist es, solange es da nichts gibt, wo man sagen kann, da kann man Regress oder wie auch immer man das nennen genau, will, ja. Dann hat man natürlich das Problem, dass man damit sitzen bleibt und auch hilflos dann dabei ist. Ja. Und insofern ist es ganz wichtig, also eine Art Leitfaden. Ne? Wir machen zum Beispiel, wie finde ich eine gute Hundeschule, gibt es bei uns auf der Website des Deutschen Tierschutzbundes, da kann man so ein paar Kriterien ab. Wenn man sowas eben auch für Assistenzhunde macht, ist das sicherlich hilfreich. Also das finde ich auch. Das ist eine gute Idee und es ist für viele Menschen, die sich im Vorfeld erkundigen wollen, sicherlich eine gute Hilfe. Werde ich auf jeden Fall auch unten in die Links nachher reinpacken und werde auch mal schauen, dass wir die vielleicht für Assistenzhunde adaptieren und ja, vielleicht können wir Ihnen die dann ja mal zuschicken und Sie Gerne. Schauen wir Natürlich. mal drauf. Gerne. Das Das ist fände ich gar sehr kein schön, ja. Problem. Genau. Das ist nämlich, glaube ich, was, wo man Leuten auch was mit an die Hand geben kann. Ja. Wir sind davon abgegangen, Leuten Trainerinnen direkt zu empfehlen, weil wir da merken mussten, dass wir hatten in die Verträge dann reingeschrieben mit den Schulen, die dann die Betroffenen mit denen ausgemacht haben, dass wir seitens des Vereins unabhängig gucken können beim Training und mussten dann zum Beispiel erleben, wie mit Elektrohalsbändern trainiert wird. Und das sind Sachen, das sind auch in größeren Schulen ist sowas passiert. Und wenn man das dann ein paar Mal erlebt, dann kann man da auch, Genau. das möchte man auch nicht mehr empfehlen. Dann, nein. Dann ist es durchaus schöner zu sagen, wir geben euch einen Leitfaden mit an die Hand, achtet darauf. Und da auf finde den ich wichtig, Tierschutz. Ja. Da sollte man auch die Leute auch motivieren zu und man sollte ihnen sagen, auch wenn euch was stört, seid ehrlich mit eurer Meinung. Ne? Das ist häufig so, dass gerade im Hundebereich dann wird geduldet, dass mit dem eigenen Tier Sachen gemacht werden, die ich eigentlich gar nicht will. Und das sind Dinge, da muss man die Leute mündiger machen, das finde ich auch. Die können, also wenn sie ein komisches Gefühl haben, dann sollte man auf das Gefühl hören und nicht immer denken, weil das jetzt eine Institution ist oder wer auch immer, der sei professionell, macht das schon alles richtig. Da neigen wir leider zu, wir Menschen. Ja. Das ist aber in dem Fall wirklich nicht hilfreich. Da haben Sie vollkommen recht. Und ich finde auch, dass diese Kontrolle sehr, sehr schwierig ist. Wir werden auch oft gefragt, warum wir keine Hundetrainer empfehlen. Weil wir sagen, es kann sein, ich gucke mir den einen Tag an und da arbeitet er ganz gut. Und dann nimmt er wieder Hilfsmittel, die wir überhaupt nicht vertreten können. Aber das sind Dinge, da haben wir zum Beispiel dieses Positionspapier, das nennt sich Umgang mit dem Hund. Da können Sie auch gerne reinschauen, das gibt es bei uns auf der Webseite, kann man sich runterladen, weil das sind so grundlegende Geschichten, die gilt für jede Hundeausbildung. Und wenn die Leute nicht nach den neuesten Lerntheorien arbeiten, wie man heute die Erkenntnisse hat, sondern eben noch mit Strafreizen arbeiten, zum Beispiel Teletakt, was ja grundsätzlich verboten ist, die Anwendung, also kann man durchaus, wenn man sowas sieht, auch zur Anzeige bringen. Dann ist das ja bei den anderen Geschichten schon wichtig, dass man auch schaut, wenn jemand so arbeitet, wie es in unserem Papier dargestellt ist, dann weiß man, der hat sich damit beschäftigt, der hat sich auch weitergebildet und er meint es auch wirklich gut mit dem Tier und will auch wirklich Erfolge erzielen, die langfristigen Halt haben und nicht eben, ich sag mal, durch Druck, durch aversive Reize kurzfristig Erfolg haben, nützt einem nicht viel. Ne? Und gerade in dem Bereich, wo es Assistenzhunde für den Menschen arbeiten müssen,
muss man da ja auch sehr vorsichtig mit umgehen. Man weiß ja heute, je mehr Druck und Gewalt ausgeübt werden, umso aggressiver werden die Tiere. Und das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Und diese Geschichten sind schon wichtig, ja. Ja, in den USA gab es einen Versuch, da hat man Häftlinge genau. mit der Aufzucht von Blinden für Hunden mal in Anführungszeichen. Das kenne ich, ja. Und die sind nachher total verhaltensgestört gewesen. Ja. Was ja auch für mich so ein bisschen Anreiz ist, zu sagen, genauso wie eine sehbehinderte Person den Blinden für Hund nicht selber ausbilden kann oder es nicht. Genau. Also ich finde, man kann es dann einfach nicht, das kann man dann auch mal so sagen. Genau. So ist es für mich, dass ich sagen würde, ein Mensch mit einer, zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung, da ist es ganz schwer, den Hund auszubilden, weil man immer ein bisschen die Gefahr hat, dass der Hund auch negative Verhaltensweisen dann vom Menschen übernimmt. Ja, also man weiß ja heute, dass die Stimmungsübertragung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist bei der Hundeerziehung. Und wenn ich selber mich ertappe, ich bin nervös und mein Großer, der dreht dann auf, dann weiß ich, es ist mein Fehler. Es ist nicht der Hund. Der ist gerade die Brian-Mischlinge oder so wie er ist, die sind sehr, sehr sensibel, was das angeht, was der Mensch zeigt. Und deswegen hat man da auch eine Verantwortung. Und ich finde auch, was bei diesem Projekt natürlich auch schon von sich aus scheitern muss, ist, dass die Umgebung gar nicht stimmt. Ich kann keinen Hund in einer Gefängnissituation halten und er wird niemals mit Außenreizen konfrontiert. Er wird im Prinzip restriktiv gehalten. Das wäre so, als wenn man Zwingerhunde versucht, nach mehreren Wochen wieder in die normale Umwelt zu integrieren. Man weiß heute, die Prägephase ist mit 12 Wochen abgeschlossen. Danach kann nicht mehr viel passieren. Und wenn Sie Hunde haben, wir haben die übrigens viel im Tierschutz, die nichts kennengelernt haben, außer eben Bezugspersonen, die kommen mit den Umweltreizen nicht klar. Ja. Die sind später völlig überfordert und kommen gerade mit dem, wo sie leben sollen, überhaupt nicht klar. Und das geht ja gar nicht. Also ich meine, damit Menschen, die auf die Hunde angewiesen sind, loszuschicken, ist schon wie sich ein Widerspruch. Das kann nicht funktionieren. Das ist ja, so ein bisschen, ich kann nachvollziehen, dass die Menschen vor allem, das, was ich mitbekomme, das waren dann vor allem, dass Menschen, die Selbst- oder Dualausbildung auch gewählt haben, aus den finanziellen Aspekten, wo ich dann auch sage, ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt, um zu sagen, dass die Krankenkassen prüfen, der medizinische Dienst ist ein Assistenzhund notwendig und wenn ja, dann werden auch alle Assistenzhundearten finanziert, weil genau dann können wir Standards auch wirklich durchsetzen. Richtig. Und dann haben wir diese Probleme nicht mehr, weil die Menschen, die möchten einen Assistenzhund, die sehen, das ist ein super Hilfsmittel. Oft alles andere ist weg und bringt nichts mehr und dann gibt's das, die Möglichkeit. Das ist, dass so ganz viele Leute Riesenhoffnungen reinstecken und wo ich persönlich auch super dankbar bin für das, was meine Hündin mir gegeben hat in den 6 Jahren, die sie gearbeitet hat. Ja. Ich hätte und es ist ja auch mehr, ne? Es ist genau, ja mehr, jeder, der einen Hund hat und eine Bindung zum Hund hat, weiß ja, wie viel das auch bedeutet, ne? Also gerade durch die Bestimmungsgeschichten, die man ja auch durchaus mit dem Hund erleben kann, die lesen einen ja sehr genau. Und das ist ein zuverlässiger Partner, wenn er die Empathie von seinen Menschen bekommt, dann funktioniert das auch, sage ich immer. Ja, also das hat ganz viel damit zu tun. Ich habe auch ganz klar gemerkt, dass ich da auf jeden Fall so Mutterinstinkte irgendwann hatte. Ja. Man konnte mich beleidigen, das war okay. Aber ich hatte einmal eine Situation, wo eine andere Hundehalterin mit der Leine ihre Leine nach meiner Hündin geworfen hat. Und ich sofort dachte, ich explodiere gleich. Wo ich gedacht habe, die hätte die jetzt nach mir werfen können. Ich wäre einfach weitergegangen. Aber dass man meiner Lebensretterin, dass man die verletzt, und sei es nur mit einem Wort, das ist was, das ist mir aufgefallen, das fällt mir bei jedem Hundemensch auf, dass die Hunde wirklich wissen, was wir an denen haben. Das stimmt. Bei Assistenzhunden, finde ich, ist es nochmal, wir haben sie sind die Hunde und die sind schon, das sind einfach so tolle Lebewesen. Und dann haben wir noch, dass die Hunde uns das Leben retten.
Und dann warne ich gerne alle anderen Menschen, tut unseren Hunden nicht weh, weil wir werden zu Wildschweinmüttern. Ja. Also wir können da wirklich Furien werden. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass wir unsere Hunde dann verteidigen. Ja, wenn dies nicht ganz sind. Wichtig, natürlich. Es ist die Einstellung an sich, ist nicht, also ich meine, wenn sie so ist, ist es natürlich super toll. Ob es immer so ist, sei dahingestellt. Also genau, ich kann ja. Mir auch vorstellen, es gibt auch die negativen Beispiele immer. Genau, ne? Genau. Genau, das ja. Gibt es eben auch. Und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass man eben auch prüfen muss, ist das Hilfsmittel, passt das für den Menschen? Ne? Genau. Oder würde da auch was anderes gehen, was eben nicht so auf Empathie und auf die Fürsorge angewiesen ist von Menschen? Mhm. Wenn, es gibt ja auch Menschen, die sind gar nicht in der Lage, das auszuführen. Ganz unabhängig, ob behindert oder nicht. Das ist ja, hat überhaupt genau, nichts ja. damit zu tun. Es gibt so viele Menschen, wo ich denke, die hätten besser keinen Hund. Ja, ne, da habe ich auch so Paar, die ich manchmal sehe. Das ist ganz wichtig. Haben Sie denn jetzt wieder einen neuen Hund oder kriegen Sie einen neuen Hund? Oder? Ich glaube, er liegt da hinten. Liegt so ein schwarzes Monster. Ah, ja. Er schläft aber gerade. Genau, noch ganz jung. Okay. Der ist noch ganz jung und ist er denn schon im Dienste sozusagen? Wir machen jetzt die Ausbildung und die machen wir mit. Ich habe für mich gelernt, ich wende mich gerne an Blinden für Hundetrainerin, die auch schon für Krankenkassen gut ausbilden. Da kann man auf der Seite vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband auch immer mal schauen, genau. Die haben da welche aufgelistet. Und dann habe ich die angefragt, das habe ich bei meiner ersten Hündin gemacht. Und wenn man eine Malinois-Dame zum Assistenzhund ausbilden kann, dann kriegt man das auch bei einem Labrador hin, der super geeignet ist und Zucht entsprechend auch war, der auch körperlich super gesund ist. Ja. Aber es ist jetzt was Neues von einer Schäferhündin. Ganz auch, andere Typen. Ja, genau. Aber auch genau aus der Erfahrung, die ich gelernt habe. Ich habe gelernt, dass das war eine Malinois-Dame, für mich später zu wenig Pausen für sich eingefordert hat. Und ich gemerkt habe, dass es ihr damit aber nicht, sie hat es gerne gemacht und sie wollte auch nicht weg. Aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und jetzt ist sie bei meiner Mutter, fährt 14 Kilometer am Tag mit dem Rad und geht ganz viel Dummy-Spiele machen. Und da merke ich, da ist sie wieder als ich sie vor 3 Jahren, wie sie damals war. Das ist interessant, ja. Das ist wirklich interessant. Man merkt, das ist aber schön, dass Sie das auch so beobachtet haben, also dass Sie da auch die Reißleine gezogen haben. Ja, auch ganz schwierig. Ich traue dem auch immer noch hinterher. Ja, das glaube ich sofort. Das ist meine Lebensretterin gewesen. Und die hat mir so oft mein Leben gerettet, dass für mich ganz klar ist, dass ihr Wohl an erster Stelle steht, wenn ich da mitkriege, dass es Menschen gibt. Also im Blindenführhundebereich, der jetzt natürlich der älteste Bereich ist, seit Ende des 19. Jahrhunderts, da ist es natürlich so, wenn ich da höre, dass da Hunde misshandelt werden von ihren Halterinnen, also da weiß ich gar nicht, was mit den Menschen verkehrt läuft. Das sind die Helden noch so und was, also da, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin aber auch froh, dass ich das nicht kann. Manche Dinge muss man auch nicht nachvollziehen können. Nee, genau. Das ist so. Also gerade wenn Sie jetzt so wie in unserem Bereich im Tierschutz damit zu tun haben, da gibt es ja so viele spezielle Geschichten, wo man sagt, ja, man kann es nicht nachvollziehen, wenn Hunde misshandelt werden, wenn sie gehordet werden, wenn sie die Animal Hoarder denken und so. Ja. Das sind natürlich... ich sage mal, das kann man mit normalen Maßstäben nicht nachvollziehen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist es natürlich so, wie Sie es machen, genau der Idealfall. Also das wäre schön, wenn alle Menschen, die auf Hunde angewiesen sind oder überhaupt mit Hunden zusammenleben, genauso agieren würden. Ne? Also auch ist ja auch eine gewisse Selbstlosigkeit, die Sie da denn an den Tag gelegt haben. Und das finde ich schon bewundernswert, finde ich toll, auf jeden Fall. Danke, ja. Ja, also ich muss sagen, die Entscheidung, die ist mir mega schwer gefallen, weil die Bindung total eng war. Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass sie sich vom Wesen verändert und dass sie mit 8 Jahren noch nicht an diesem Punkt ist. Jetzt auch zu sehen, wenn ich sie jetzt dann stundenweise sehe oder am Wochenende, wenn ich sie treffe, da zu sehen, wie sie wirklich auch wieder mehr Energie hat, das finde ich einfach schön und das sagt mir, zeigt mir, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Toll. Ja.
Sie haben vom Tierschutz ja gesprochen. Und eine Sache, die ich bei Instagram und Facebook jetzt ein paar Mal gelesen habe, ist, dass Menschen Assistenzhunde haben, die aus dem Tierschutzbereich kamen, die früher im Tierschutz waren und dann zu Assistenzhunden werden sollen. Wie würden Sie das einschätzen? Ich finde, es kommt ganz drauf an. Es kommt auf die Vorgeschichte des Tieres an und die, wenn die bekannt ist und man weiß auch, also vom gesundheitlichen Aspekt, das ist alles gut. Was meistens da ja gemeint ist, ist ja eher so diese Besucherhunde-Geschichte oder sowas. Also, dass man Assistenzhunde nimmt und die jetzt also tatsächlich für, wie in Ihrem Fall, so ausbildet, dass es zuverlässige Partner sind. Mag in Einzelfällen hinhauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das grundsätzlich geht. Also man müsste immer gucken, wie sind die Tiere aufgewachsen, wie sind sie sozialisiert, haben sie also eine gute Kindheit, sage ich mal, eine Ja. adäquate Kindheit gehabt, wo sie eben genau diese Umweltreize alle kennengelernt haben, die sie brauchen, haben sie gute Sozialisation zu Menschen, zu anderen Tieren, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja. Ne, wenn Sie mit Ihrem Hund unterwegs sind, dann wollen Sie ja nicht unbedingt Stress haben, wenn Sie anderen Hunden begegnen und diese Nee, Geschichten. überhaupt nicht. Und das Ja. ist ja alles nicht ganz unwichtig. Man muss die Hunde schon sehr gut kennen. Es mag in Einzelfällen durchaus gehen, wo Vorgeschichte bekannt ist und so weiter. Was sicherlich gut gehen kann, ist diese Besucherhundegeschichte, wo ich sage, so die Senioren besuchen im Seniorenheim mit Hunden, die gut sozialisiert sind, die sehr entspannt sind, die das toll finden, wenn sie mal rauskommen und wo sie dann eben auch einfach mal gekuschelt und gestreichelt. Ich habe so einen Hund, die Ja. meine Hündin, die könnten sie den ganzen Tag streicheln. Das Oh, ist schön. überhaupt kein Problem. Ja. Und das ist ein ehemaliger Tierheimhund, die kommt aus einem sehr großen Tierheim Deutschlands und die ist da so ein bisschen untergegangen und war auch sehr überdreht, aber wenn man sie in guten Händen weiß, sie mag Menschen, sie geht zu Kindern, sie geht zu älteren Menschen, sie geht zu Männern, zu Frauen. Also es ist völlig egal, sie würde sich von jedem kuscheln lassen und das auch möglichst lange. Das Dann habe ich Gegenteil natürlich, von meiner Malinois-Dame auf jeden ja, Fall. Die hat das das, glaube ich ich würde eher sofort. sagen, die hat das ertragen, aber ich habe den Leuten immer gesagt, nee, die möchte das nicht. Genau, es Und mögen wenn nicht sie es alle möchte, dann Hunde. ist sie hat sich ihre Leute ausgesucht, da ist sie hingegangen. Genau. Und auch bei mir, sie ist, das ist nicht der klassische Kuschelhund, würde ich sagen. Richtig. So, also Und das die muss man braucht, halt wissen, ne? Also genau. man muss die Hunde gut kennen, wenn ich solche Projekte mit denen mache und sie Ja. eben auch auf andere Menschen gefahrlos loslasse, sage ich mal. Ja. Das muss man wissen. Man muss eine gute Einschätzung haben, man muss den Hund gut kennen und muss auch seine Bedürfnisse gut kennen. Das kann Ja. durchaus gehen, wobei ich denke, in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Tiere sehr jung an diese Situation rangeführt werden. Und das ist ja bei Tierheimhunden bekanntlich nicht immer der Fall. Natürlich gibt es auch Welpen, die im Tierheim landen und auch alle Rassen, die im Tierheim landen. Das ist mittlerweile ja, ja gang und gäbe, dass man sich was anschafft. Junger Hund geht gleich wieder ins Tierheim. Ja. Aber es ist eben halt sehr, sehr wichtig, dass man eben auch weiß, wie sind die drauf und können die das gut ab. Das ist Ja. auch natürlich im Sinne des Tieres ganz wichtig, klar. Also die Vorgeschichte auf jeden Fall Genau. was man dann auch zu 100% wahrscheinlich wissen muss und dass es nicht reicht. Ich weiß Richtig. 50%. Okay. Genau. Sehe ich auch so. Ja, Ja. super. Viele Fragen beantwortet worden. Vielen Dank. Schön, gerne. Ein Riesendank geht raus an den Deutschen Tierschutzbund. Vielen Dank, Frau Dr. Katrin Umlauf. Wir sind froh, dass wir gemeinsam ein Gespräch über Assistenzhunde führen konnten. Und im Laufe der nächsten Monate werden die genannten Hilfestellungen auf unseren Seiten zu finden sein. Was war das denn jetzt? Seit wann sprechen denn Vereine miteinander, die doch andere Interessen haben? Aber da müssen wir diejenigen, die daran glauben, leider enttäuschen. Assistenzhundeteams liegt das Wohl ihrer Lebensretter, ihrer Superheldinnen auf vier Pfoten, ihrer Assistenzhunde mindestens genauso am Herzen wie dem Deutschen Tierschutzbund. Und selbst wenn wir auch mal unterschiedliche Meinungen haben, genau das macht Demokratie aus. Und nur so können wir Systeme verbessern und bessere Bedingungen für Menschen mit Behinderung und Assistenzhunde erreichen. Lasst uns ins Gespräch kommen.
Lasst uns gemeinsam für Menschen- und Tierschutzrechte kämpfen.